Oh, wie putzig, sind die vier kleinen Gepardenbabys von Katzenmama Sarah. Für ihre Pflegerin Inka Schumacher ist es etwas ganz Besonderes, so nah an die Kleinen ranzukommen. Das geht nur durch ihr sehr gutes Verhältnis zur geparden Mutter. Schon einen Tag nach der Geburt der Kleinen konnte sie die Welpen auf den Arm nehmen. Das ist wirklich, nein, man sollte ja nicht sagen, wie das eigene Kind, aber so in der Art ist das wahrscheinlich für die meisten Tierpfleger. Ja, also klein, niedlich, 300, 350 bis 400 Gramm schwer, zart, zerbrechlich, dann ist das natürlich was ganz Tolles. Am 1. Januar erblicken ein Weibchen und drei Männchen das Licht der Welt. Die Geburt verläuft einwandfrei. Von Tag zu Tag entwickeln sich die Babys prächtig weiter, öffnen langsam die Augen. Inka kümmert sich seit 9 Jahren um Mama Sarah. Bei ihrem Nachwuchs darf sie jetzt bei jedem Schritt dabei sein. Für einen Tierpfleger ist das mit das schönste Geschenk, was es gibt. Vorgestern hatten wir das erste Mal, dass sich da mal einer wirklich auf allen 4 Füßen hingestellt hat und dann mal einen Schritt gegangen ist. Aber es war ein Schritt, dann ist er auch wieder umgekippt. Zum 3. Mal hat der Zoo jetzt Gepardennachwuchs, obwohl die Zucht sehr schwierig ist. Denn Geparden sind äußerst wählerisch, auch Sarah. Taro, der Papa der Kleinen, musste extra aus dem Zoo Braunschweig hergebracht werden. Er kam hier hin und Sarah war direkt verliebt. Und Taro auch. Mitte April ist der Safari-Park in Schloss Holte-Stukenbrock wieder geöffnet. Dann können die vier schon ordentlich rumtollen. Aber bis es soweit ist, wird erstmal noch bei Mama gekuschelt, was das Zeug hält. Und Namen müssen auch noch gefunden werden.